Und damit herzlich willkommen zu einem, ja, zu der neuen Folge von Let's Play Go United. Ja, dies ist die fünfte Folge, denke ich. Ja, fünfte Folge ist es. Und als allererstes möchte ich mich bei Red Mörs oder Green Mörs, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, bedanken. Du bist mein erster Abonnent, dafür nochmal ein, riesengroßes Dankeschön. Und weil du mich schon mal angeschrieben hast wegen Freundschaftsspiel oder Testspiel, werde ich das jetzt mal machen. Und zwar, ich trete gegen deiner Mannschaft an, gegen die Eintracht Pinneberg, weil die ist ungefähr auf unserem Niveau. Denn alle andere, deine letzte, du hast ja drei Vereine insgesamt. Und ja, einmal Green Mers und Red Mers, aber die sind beide noch viel zu gut für mich. Und Eintracht Pinneberg ist auf meiner Wellenlänge. So, Freundschaftsspiel. Ja, ich möchte dich zum Freundschaftsspiel herausfordern. Okay. Gut, das wird dann wohl nix. Trainingsspiel kann ich nicht machen. Das ist blöd. Ach egal, nehmen wir einfach mal der TuS Augsburg von dir. Mal gucken, ob das klappt. Freundschaftsspiel, ja. Und nein, das geht auch nicht. Nochmal mit deinem Rot-Weiß Mörs, deine stärkste Mannschaft, da werde ich gnadenlos verlieren. Das klappt auch nicht. Gut, ja. Gut, ich werde es mal in der nächsten Folge mal probieren. Vielleicht klappt es ja da mal. Aber erstmal tue ich mein Trainingsplan aufstellen. Das Wochenende, also am Samstag, da war ich nicht da. Da habe ich das mal von einem anderen PC ausgemacht, wo ich aber auch nicht aufnehmen konnte. Dafür nochmal Entschuldigung. Auf jeden Fall habe ich für heute angesetzt einmal Pressing, dann Torwart und Zweikampf und als Allgemeinstraining habe ich Erholung angesetzt. Morgen werde ich dann das Flügelspiel ansetzen, Torwart und Spielaufbau, nicht Torwart, Torschuss und Spielaufbau und Talenttraining. Da setze ich auch gleich mal eine Karte, Trainingskarte, was drin, ich nehme, Talent fördern, genau das nehme ich. Gut, haben wir das auch gemacht. So, noch schnell speichern. Was machen wir als nächstes? Ja, wir tun mal Transfers abschließen. Ja, das wollte ich ja schon länger mal machen. Und das machen wir jetzt einfach mal. Ich nehme Deutschland. So, Deutschland. Jetzt Deutschland. Mittelfeld, Stärke 2 bis 2,5. Suchen wir mal ganz kurz, da haben wir auch schon was. Oh, hier habe ich ja was, aber alles zu hoch. Gut, die sind schon mal raus. Hier haben wir ein 2,0, dort Zindel, 27 Jahre alt. Der hat voll austrainiert, Dauerläufer, jawohl, zweimal. Ist bis jetzt bei 250.000 Euro, zwei Gebote, geht noch rund 24 Millionen, ja, 24 Minuten. Ja, hier haben wir noch ein 2,2er, ich probiere erstmal den, bieten wir mal mit. Was bieten wir denn mal? 265.000 machen wir erstmal, 265.000, 1, 2, 3, perfekt. Okay, das war zu niedrig. Nochmal. Pff, 270.000. Was? 270? 1, 2, 3. Hä? Okay, ja. 200. 68.000.
Geht nicht. Okay. Gut. Keine Ahnung, warum es jetzt nicht geht. Naja. So. Gucken wir nach 9. Und da haben wir auch schon einen gefunden. Kreativität voll austrainiert. Herr. 26. Gut. Rechtsfüßer. Form geht auch. Bieten wir mal hierfür 144.000. Bieten wir mal 200.000. Aha, das ist doch so ein Rotz. Zweihundertzehntausend. Ein, zwei, drei. Jetzt nochmal. Alter, wollen die mich irgendwie verarschen? Alter, wie ist das gerade so hoch? 250, 1, 2, 3. Vielleicht geht's jetzt da. Zu niedrig. Alter. Das ist doch mal beschissen. 300.000, das ist ganz schön teuer. Gucken, vielleicht geht's jetzt da. Ja, jetzt geht's. Ich bin zurzeit der Höchstbietende mit 300.000 Euro. Schön. Ja, haben wir das auch gemacht. Was wollen wir jetzt noch gucken? Ach ja. Ich hatte ja auch letztens ein Spiel gegen, lass mich ran, den Tabellenführer, genau. Gegen den FC Mombach 03. Da haben wir täglich 3 zu 0 verloren. Die letzten paar Minuten noch gelbe Karten bekommen. Ja, nicht so toll gewesen. Wie gesagt, 3 zu 0, ja, war abzusehen, sag mal so. Gut, was wollte ich noch machen? Was wollte ich noch machen? Was wollte ich noch machen? Ich wollte doch irgendwas machen, ich weiß es nicht. Ja, gut. Mehr wollte ich gar nicht mehr machen. Eigentlich wollte ich mal zum Freundschaftsspiel herausfordern, doch das geht ja wohl jetzt nicht mehr. Mache ich das nächste Mal. Ja, nochmal ein großes Dank an dich und auch an alle anderen, die mich formen zu abonnieren oder abonnieren werden. Ja, schreibt Kommentar, gibt eine Bewertung ab, sagt, was ich besser machen sollte und vielleicht auch ein Abo. Jawohl. Bis dahin, bis zur nächsten Folge. Tschüss.